Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 7. Rennen unserer 7. Saison und zwar beim Highlight der Saison in Monaco. Das ist immer eine Strecke, auf die ich mich mega freue, muss ich sagen. Und vor allem in der Saison, in der ja alles so eng beieinander ist, sollte das richtig cool werden. Besonders im Qualifying, denke ich. Erstmal müssen wir uns aber hier um die Sponsoren-Sticker kümmern, die mal wieder vom Auto verschwunden sind. Das hatten wir ja schon häufig. Oh lol, man kann die Aktivitäten automatisch auswählen lassen, oder was? Ey, Folge 100, keine Ahnung, fast 140 oder so und ich entdecke immer noch was Neues in dem Spiel. Mal schauen. Ey, ja, voll geil. Das habe ich bisher noch gar nicht gemerkt. Cool. Gut zu wissen, dass es das gibt. Und dann würde ich vorschlagen, spulen wir auch schon die Zeit vor bis zum Rennwochenende in Monaco. Vor allem das Qualifying wird so geil hier auf der Strecke, da bin ich mir sicher. Es wird aber auf jede kleine Tausendstel ankommen. Monaco ist ohnehin eine ziemlich kurze Strecke, auf der die Abstände ohnehin schon gering sind. Und in unserer Saison, da wird das nochmal extremer. Ich bin extrem, extrem gehypt drauf. Das wird so cool. Wir müssen aber echt eine gute Leistung abliefern. Ansonsten kann es auch leicht passieren, dass wir irgendwie in Q1 rausfliegen oder so. Und das ist, wie wir alle wissen, hier in Monaco nicht unbedingt das Beste. Ich hoffe, es läuft gut für uns. Let's go. Nein. Oh, nicht hier. Oh, oh Gott, okay. Das wird interessant, aber das macht das Qualifying noch entscheidender einfach mal. Hier muss wirklich alles passen. Wenn wir weit hinten starten, im Regen in Monaco, dann kann man das absolut vergessen. Das war schon mal ganz ordentlich. Letzte Kurve, das DRS, ja, nicht vergessen. Hier auf der Stadtzielgerade, wo bringt uns diese Runde hin? Wenn wir mit der weit hinten sein sollten, und das ist nicht so besonders gut, dann haben wir aber ein Problem, weil die schon echt ziemlich stark war. Aber also ich denke, für Q2 sollte das reichen, oder? Ich hoffe es zumindest. Oh oh, oder auch nicht. Jordan King im Williams ist vor uns und uns fehlen 1,6, fast 1,7 Sekunden auf Verstappen an der Spitze. Oh, das ist ja mal gar nicht geil. Oh ja, das war besser. Das war sehr viel besser. Um 8 Zehntel werden wir uns in etwa verbessern. Für was reicht das trotzdem nur Platz 11? Also für Q2 sollte das genug sein, aber stark ist das nicht. Immerhin kommen wir am Ende aber sicher weiter auf dem 12. Platz. Das war verdammt wichtig. Seht euch mal die Abstände an. Ocon auf dem 9. ist 200stel vor uns ungefähr. Das ist gar nichts. Was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist die Sekunde, die uns auf den Führenden fehlt. Eine Sekunde, das ist halt eine komplette Welt, vor allem hier in Monaco. Ich weiß nicht, wo das noch herkommen soll. Ich hoffe, uns gelingt aber eine kleine Verbesserung zumindest in Q2, um es auch dort dann rauszuschaffen. Hatten wir weiter hinten irgendwelche Überraschungen? Oh ja, Leclerc im Mercedes hat's erwischt. Alles klar, weiter geht's mit Q2. Oh, und Latifi kommt weiter. Das ist auch eine Erwähnung wert. Machen wir weiter mit Q2. Ich hoffe, da läuft's ein bisschen besser. Oh ja, das war stark. Das war sehr gut. Wir waren lila in beiden Sektoren. Was auch daran liegen könnte, dass noch nicht so viele gefahren sind. Aber trotzdem ist das ein gutes Zeichen. Letzte Kurve, das DRS nochmal öffnen. Wo bleibt die Uhr stehen? Bei einer 1,8 vielleicht? Ja, eine 1,86. Und das bringt uns zwischenzeitlich an die Spitze vor Hamilton, der auch stark unterwegs zu sein scheint. Das freut mich sehr. 2,5 Minuten verbleiben in etwa noch in diesem zweiten Qualifying. Wir werden auf jeden Fall nochmal rausfahren, auch wenn es aktuell reichen würde. Aber hier in Monaco darf man es sich nicht erlauben, irgendein Risiko einzugehen. Das könnte nochmal eine minimale Verbesserung geben, wenn die letzte Kurve hier sitzt. Ah, das tut sie aber nicht. Und somit werden wir uns wohl nicht verbessern. Obwohl doch ein bisschen. Etwa eine Zehntel war das nochmal. Wo beenden wir dieses zweite Qualifying? Auf Platz 8. Das geht, also es ist wieder nicht so stark. Wir kommen weiter, klar, das ist cool, aber die Runde kam mir echt sehr gut vor. Und damit Achter zu sein, puh, das ist schon eine Sache. Wir sind, warum ich gerade so reagiert habe, ist das hier. Vorhin habe ich noch gesagt, er ist gut unterwegs und dann fliegt er mal wieder in Q2 raus, Lewis Hamilton. Sehr, sehr schade. Somit wird es natürlich auch im Rennen verdammt schwer für ihn. Das Qualifying ist wirklich mehr als die halbe Miete hier in Monaco. Vor allem, wenn es auch noch regnen soll dann. Wir sind aber echt nicht weit weg halt, das ist extrem. 2,5 Zehntel sind wir hinter dem ersten und das ist dann direkt Platz 8. Boah, ich habe echt keine Ahnung, wer sich hier die Pole holt. Das könnte wirklich jeder sein innerhalb der Top 10. Schreibt gerne mal euren Tipp in die Kommentare. Ich tippe einfach mal auf keine Ahnung. Vielleicht auf Norris, weil der generell ziemlich stark ist in der Saison, aber keine Ahnung. Mich würde es auch freuen, wenn wir es wären. Gehen wir direkt ins dritte Qualifying, da muss alles passen und dann ist vielleicht sogar die Pole drin. Ah, das ist ein schlechter Zeitpunkt für sowas. Somit haben wir wahrscheinlich fast nur Zeit für eine fliegende Runde, oder? 4 Minuten oder 5 Minuten fast haben wir da gerade verloren. Das wird schwierig, jetzt noch 2 Runden hinzubekommen.
Nein, was tue ich? Oh, abgesehen davon war das aber sehr, sehr stark. Wir werden es auch wahrscheinlich schaffen, noch eine weitere Runde zu machen. Aber auch die ist schon in Ordnung. Platz 7. No, wo fahre ich denn hin? Nein! Ganz, ganz schlecht. Der Rest der Runde war aber nahezu überragend. Lila im Mittelsektor, wo kommt das denn her? Das könnte uns weit nach vorne bringen. Platz 4, glaube ich. Ja, Mann. Oh, ich dachte, die Runde ist gelaufen, nachdem wir so versagt haben da im ersten Sektor. Aber das war sie so gar nicht. Startplatz 4. Ah, Mann. Was wäre da bitte drin gewesen ohne den Fehler? Locker die Pole, oder? Also locker nicht, aber auf jeden Fall hätten wir da näher dran sein können. Aber trotzdem, den vierten Startplatz hier in Monaco nehme ich sowas von mit. Das ist eine richtig geile Ausgangsposition, die uns vielleicht erlaubt, endlich mal das erste Podium der Saison klar zu machen. Nach wie vor, das sage ich jetzt in jeder Folge, bis wir es endlich mal schaffen, glaube ich. Nach wie vor haben wir das nicht geschafft. Hier in Monaco wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um das endlich mal hinzubekommen. Albon holt sich die Pole, gar nicht Norris, aber der war auch nicht weit weg. So gar nicht sogar. Ja, gehen wir direkt ins Rennen. Ich bin echt gespannt. Mit dem Regen wird das völlig crazy. Wir müssen den Start gut hinbekommen. Und dann ist Monaco halt eine Strecke, auf der man glücklicherweise nicht so gut überholen kann. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Legen wir los. Warum haben wir Softs am Auto? Ich dachte mir während des Intros gerade schon, dass das nur verdammt leicht regnet. Und das scheint auch wirklich so zu sein, okay? Wir sollen das Rennen auf Trockenreifen starten. Und das, obwohl es bereits regnet und auch noch eine ganze Weile lang regnen soll. Oh Gott, das könnte spannend werden. Sowas hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Oder zumindest noch nicht häufig. Ja gut, die Strategie hängt natürlich völlig davon ab, was das Wetter macht. Vielleicht müssen wir auch nach ein paar Runden auf Inters wechseln. Vielleicht kann man eine normale Trockenstrategie machen. Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir einfach mal schauen. Wenn wir aber, wenn es trocken bleiben sollte, denke ich, kann man sogar im zweiten Stint auf die Mediums gehen. Irgendwie so. Ich sehe nicht, wo da das Problem sein sollte. Das sollte locker machbar sein. Okay, jetzt gehen wir aber direkt an den Start hier beim 7. Rennen der Saison in Monaco. Das wird verdammt spannend. Benzin hauen wir uns noch ein bisschen weniger rein. Zum einen braucht man hier in Monaco nicht besonders viel und zum anderen regnet es auch noch. Da braucht man auch nicht so besonders das fette Gemisch. Gehen wir an den Start, das wird echt cool. Da kommen die Fünfrotenlichter und es geht los hier im Fürstentum. Ein Start mit Slicks im Regen, das ist ja mal lustig.
Ist aber gar nicht so verkehrt gelaufen. Eventuell gelingt es uns sogar, keine Position zu verlieren, obwohl Verstappen das da echt stark gemacht hat. Ist innen reingegangen in der ersten Kurve. Und das war dann leider nicht mehr wirklich zu verteidigen. Ich wollte auch kein übermäßiges Risiko eingehen und unser ganzes Rennen direkt in die Tonne hauen. Norris übernimmt da vorne die Führung. Das ist nicht so gut. Nicht unbedingt das, was man sehen will. Er hat ja bereits 2 Rennen in der Saison gewonnen. Und so schwer, wie es hier in Monaco ist, ist er auf jeden Fall gerade auf einem guten Weg. So schwer, wie es ist zu überholen hier in Monaco, ist er auf einem guten Weg, auch den 3. Sieg einzufahren. Für uns war das ein vernünftiger Start. Leider ist Verstappen da aber durchgeschlüpft. Oh, wow! Okay, perfekt ist der Grip auf jeden Fall nicht. Es geht klar mit diesen Slicks, das schon. Ist aber verdammt rutschig. Wir müssen extrem aufpassen. Hier in Monaco sind die Wände so nah wie auf keiner anderen Strecke. Und gerade hat man auch schon fast gesehen, wie das aussieht, wenn man in so eine Wand reinfährt. Das war echt nicht weit entfernt davon. Ganz, ganz vorsichtig jetzt. 20 Minuten lang soll es noch regnen, sagt Jeff gerade. Hä? Was geht denn hier ab? Ich weiß es nicht, aber das ist okay noch auf den Slicks. Es ist nicht leicht. Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass Inters schneller sind. Echt ganz, ganz seltsam. Hatten wir solche Bedingungen schon mal? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Boah, das waren gerade mal 5 Runden und wir hatten schon so viele Momente, in denen das hätte vorbei sein können. Das kann ja noch was werden hier in diesem Rennen, oh Gott. Oh, alternative Strategie, da bin ich mal gespannt. Keine Spur von Intermediates oder so, ne? Also, ich glaube, wir werden wirklich einfach mit Slicks durchfahren können. Egal, wie lange es noch regnet hier in diesem Rennen. Echt komisch, aber ich finde es irgendwie cool, weil das mal was Neues ist, was wir zumindest noch nicht oft hatten, wenn überhaupt mal. Wichtig wird es aber nur sein, so lange wie möglich mit diesen Softs zu fahren, weil wir hier in Monaco ja häufig das Problem haben, dass man nach dem Boxenstopp, wenn man auf Softs gestartet ist, dann festhängt hinter Jungs, die auf den Mediums losgefahren sind, und das müssen wir vermeiden. Da verliert man unfassbar viel Zeit. Ich vermute aber einfach mal, dass die Reifen gar nicht so gut aussehen, oder? Ja, so ist es. Das ganze Rumgerutsche hilft da auf keinen Fall. 40% haben wir schon fast hinten links. Das wird schwer, besonders lange mit denen auszuhalten. Solange es aber irgendwie geht und solange es nicht viel zu langsam ist, müssen wir das probieren. Das macht keinen Sinn, hier zu früh zu stoppen. Dann wird man nur aufgehalten. Oh, pff. Oh, fast in die Wand da reingerutscht. Ey, bin ich froh, wenn wir das hier auf einer guten Position ins Ziel bringen. Unbeschadet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Davon sind wir aber noch meilenweit entfernt. 30 Runden stehen uns jetzt noch bevor. Runde 11, da kommen jetzt ganz, ganz viele zum Boxenstopp. Die wechseln alle auf Mediums, werden mit Sicherheit durchfahren können, werden jetzt aber ordentlich feststecken hinter den ganzen Leuten, die auf Mediums gestartet sind. Hoffentlich zumindest, obwohl nein, oder? Na, das sieht gar nicht so aus, als würden die sonderlich feststecken. Die sind so weit vorne gewesen, dass die selbst jetzt relativ viel freie Fahrt haben werden. Na, das ist nicht gut für unser Rennen. Trotzdem denke ich, aber macht es Sinn, lange noch draußen zu bleiben. Solange diese Softs nicht viel zu langsam sind, müssen wir draußen bleiben. Wenn wir stoppen, dann kommen wir irgendwie hinter den Williams und Haas raus. Das macht einfach keinen Sinn. Alter, Norris ist 5 Sekunden hinter uns. Wie bitte? Kommt Stroll jetzt rein? Ja, das tut er. Jetzt können wir gut beobachten, wo wir ungefähr auf der Strecke sein würden, wenn wir jetzt stoppen. Da, wo Stroll rauskommt, da wären wir ja auch dann in etwa, weil der so ziemlich, oh, ziemlich direkt hinter uns war hier auf der Strecke. Gleich können wir schauen, wo der pinke Punkt auf die Strecke zurückkehrt. Da kommt Lance gerade aus der Box, hinter allen, hinter allen. Der wird so krass aufgehalten werden jetzt. Das macht echt keinen Sinn. Das bestätigt meinen Plan jetzt noch mehr. Wir müssen einfach draußen bleiben mit diesen Softs, solange es geht. Ich meine, seht mal auf der Karte bitte, was da in diesem Mittelfeld abgeht. Das ist das totale Chaos. Da will man nicht sein. Oh, Norris. Der ist natürlich viel schneller, ja, und schiebt uns aus dem Weg. Da. Was war das denn? Klar ist der schneller jetzt mit seinen Mediums, ja. Wo willst du da hin, Alter? Was ist das denn? Erst schiebt er uns hier aus dem Weg, dreht uns halb raus. Dann, natürlich wollte ich die Position dann nicht aufgeben. Wir haben ihm aber trotzdem kilometerweit Platz gelassen. Also, da kann man mir nicht erzählen, dass da nicht ein Auto noch hinpasst. Ich habe auch wirklich so spät wie möglich eingelenkt, um die Tür offen zu lassen. Und er fährt dann, finde ich, mehr oder weniger von selber hier in die Wand. Der kann noch näher zu uns. Das tut er aber nicht, berührt die Wand und dreht sich weg. Also,
Können wir da was dafür? Schreibt's gerne mal rein. Da gibt's jetzt auch einen riesen Stau, oder? Oh ja. Da haben wir was gemacht, was, glaube ich, nicht so lustig ist für alle. Für uns ist es ganz gut. Und was passiert da hinten jetzt? Die werden alle aufgehalten. Und wir haben sogar einen Safety Car für die Aktion. Hamilton bekommt eine Strafe. Warum auch immer Hamilton? Ich habe keine Ahnung. Oh, was ein Chaos. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir uns das Ganze mal aus Lewis Onboard an. Der hat da die Strafe bekommen. Und wofür genau? Weiter geht die Wiederholung von ihm auch gar nicht. Hä? Alter, was geht da ab? Totales Chaos. Viele scheiden auch aus, glaube ich. Weil da immer wieder die Wiederholungen weg sind. Ja, so ist es. Boah, da ghosten noch welche ineinander. Also, echt totales Chaos. Ein Riesenstau, den wir da verursacht haben. Oh, Mann. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Für unser Rennen aber nicht schlecht. Das auf keinen Fall. Dennoch, ich glaube, niemand will an sowas mit beteiligt sein. Oder mit schuld sein. Natürlich nutzen wir das Safety Car jetzt, um unseren Boxenstopp zu erledigen. Und das bringt uns übrigens jetzt in eine geniale Position. Vielleicht sogar in Führung? Ich glaube nicht. Ich glaube, zumindest Albon und Russell werden uns bekommen. Aber schlecht war dieses Safety Car nicht. Auch wenn es, wie gesagt, immer nicht so cool ist, wenn man da selber dran beteiligt war an der Kollision, die zum Safety Car geführt hat. Guter Stopp jetzt von unseren Jungs. Kommt schon, gebt euch Mühe. Und dann kann das hier weit, weit nach vorne gehen. 2,7 Sekunden, das ist nicht verkehrt. Und wir kommen raus auf dem vierten Platz. Hinter Latifi, der auf jeden Fall nochmal stoppen muss und ohnehin eine Strafe hat. Verstappen, der könnte uns hier kassieren. Aber auch er hat eine Strafe, von daher ist das nicht so schlimm. Das war vielleicht ein bisschen übervorsichtig von mir da an der Boxeneinfahrt. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir die Pace haben, um mit Max mitzuhalten. Wir müssen ihn ja nicht überholen. Die 5 Sekunden Strafe wird das regeln, hoffentlich. In 5 Minuten soll es aufhören zu regnen, meinte Jeff gerade. Das Safety Car verzieht sich an die Box. Es wird uns auf jeden Fall entgegenkommen, wenn es trocken ist. Ich schätze mal, dass da unsere Pace ein wenig besser sein wird. Ey, schon wieder! Das hatten wir letztens schon mal in der Fahrerkarriere. Die können da vorne wegziehen. Ich gebe gerade Gas. Wir konnten gerade kein Gas geben, weil wir gedrosselt werden. Das war in dem Fall nicht so schlimm. Aber ich kann mich erinnern, in Japan, in der Fahrerkarriere zuletzt, da gab es sowas. Und da hat uns das den Restart ordentlich vermasselt. Letzte Kurve, wir werden nicht angreifen können. Davon gehe ich nicht aus. Wichtig ist es nur, jetzt nicht überholt zu werden, keine Scheiße zu machen. Ja, Mann. Jetzt komm, alles geben bis zum Ende des Rennens. Wir müssen irgendwie innerhalb von 5 Sekunden von Verstappen bleiben. Was aber echt überhaupt nicht leicht wird. Ich hoffe mal, dass Latifi da vorne noch lange fährt und dass Verstappen da nicht vorbeikommt. Das wäre eine Riesenhilfe. Ah, ich fürchte, der Spaß wird bald vorbei sein. Mittlerweile regnet es übrigens nicht mehr. Giotto, Latifis Teamkollege, ist gerade reingekommen in der letzten Runde. Dann wird Latifi das wohl jetzt auch tun. Oh Mann, sag mir nicht, das wird wieder ein vierter Platz. Boah, ist die Strecke auf einmal schnell. Wow. Das fühlt sich an, als würde man jetzt auf einmal ein Formel-1-Auto fahren. Und wer davor in einem Formel-2-Auto gesessen, kommt Latifi rein, wie ich es gedacht habe. Ja, vielleicht hält der Verstappen so ein bisschen auf. Und wir können durchschlüpfen. Nein. Und das war auch eine gute Idee, das nicht zu tun. Ich glaube, der hätte uns da voll abgeräumt. Okay, jetzt alles geben. Wir haben noch 18 Runden vor uns. Und irgendwie muss es uns gelingen, innerhalb von 5 Sekunden von Verstappen zu bleiben, wenn wir unser erstes Podium haben wollen. Ich habe aber so das Gefühl, dass das echt schwer wird. Der ist halt leider schneller an diesem Wochenende. Obwohl, ich darf mich hier selber nicht so schlecht reden. Im Qualifying waren wir vor Verstappen. Das heißt, die Pace ist da. Wir müssen sie halt auch abrufen jetzt in diesen letzten Runden. Oh, was ein Safe, Mann. Unglaublich. Da hat echt gar nichts gefehlt. Das war auch viel mehr Glück als Verstand. Natürlich, wie immer bei solchen Aktionen. Aber trotzdem nochmal echt stark abgefangen. Das hätte es gewesen sein können. Nicht nur mit dem Podium, sondern überhaupt mit dem ganzen Rennen. Ah, Mann, das sieht leider nicht so schlecht aus für Verstappen. Ich gebe alles, wirklich alles, um dieses erste Podium der Saison endlich klar zu machen. Aber auch Verstappen tut das. Es wäre nicht sein erstes Podium, aber es wäre ein Podium für ihn, wenn er es schafft, die 5 Sekunden rauszufahren. 4 hat er schon und wir haben noch ganze 8 Runden. Das wird echt schwer. Wir müssen komplett 8 Qualifying-Runden jetzt hier hinlegen. Und dann kann das was werden, anders nicht. Irgendwie sehe ich es schon kommen, wie sich das in der letzten Runde entscheidet und dann am Ende auch nur wenige Hundertstel ausschlaggebend sind. Das würde perfekt passen zu der Saison. Nein, da sind erstmals die 5 Sekunden. Da sind sie. Wir sind in der 36. von 39 Runden. Ah,
Es darf nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein, Mann. Eine bessere Chance auf dem Podium gibt's doch gar nicht. Was tue ich hier? Das wird unfassbar spannend. Wie ich vorhin schon befürchtet hatte, könnte sich das wirklich in der letzten Runde entscheiden. Die nächste ist die letzte. Alles geben jetzt weiterhin. Komm schon, Mann. Das muss doch endlich mal der Moment sein, in dem wir unser erstes Podium der Saison holen. Oder etwa nicht. 5,5 Sekunden sind es jetzt sogar. Ich versuche echt hier auf Krampf alles rauszuholen aus diesem Auto. 5,2. Ach, nicht die ganze Zeit jetzt auf den Rückstand schauen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil dann macht man Fehler. Dann macht man Fehler. Und Fehler dürfen jetzt nicht passieren, wenn wir irgendwie uns noch auf dieses Podium begeben wollen, später dann nach dem Rennen. Oh, wir beginnen gleich die letzte Runde mit fast genau 5 Sekunden, wirklich. Aber wirklich fast genau. Ich glaube, 6000stel haben uns da gefehlt. Und dann wären es die 5 gewesen. Das ist unfassbar. Runde 39 von 39 bei diesem ganz verrückten Rennen hier in Monaco. Ich muss sagen, deswegen liebe ich Formel 1 Spiele so, weil es irgendwie immer was anderes ist. Wir spielen das hier seit 7 Saisons. Aber sowas wie heute, das haben wir noch nicht erlebt bisher in dieser Karriere. Oh, weit draußen. Die Reifen geben halt auch nicht mehr viel her, aber was heißt das schon? Verstappens müssten noch schlechter sein. Die müssten im Normalfall noch schlechter sein. Der war nämlich ein wenig früher an der Box als wir. Immer noch 5,2. Wie vorhin auch schon. Zum letzten Mal hier durch die Hafenschikane und dann trennen uns jetzt nur noch die ganz, ganz schnellen Kurven hier im Mittelsektor und dann die letzten paar Kurven vor dem Ziel. Wird es doch noch was auf den letzten Drücker? Oder etwa nicht, das ERS geht leer, schlecht gemanagt von mir hier in dieser letzten Runde. Das wird aber auch nicht mehr ausschlaggebend sein, es wird nicht reichen, es wird wieder nicht reichen. Es ist wieder nur der 4. Platz. Ah, und das ist schon ein Schlag in die Fresse. Es war alles perfekt hergerichtet für uns. Und ich kann's. Ich konnte es nicht nutzen. Ich habe alles, wirklich. Mehr ging nicht. Ich habe alles probiert. Aber am Ende scheitern wir ganz, ganz knapp. Das tut schon weh, muss ich sagen. Das tut echt weh. Hätte Verstappen die Strafe nicht gehabt, dann wäre das ein gutes Ergebnis und ich würde mich gar nicht beschweren, weil so ein 4. an sich unter den schwierigen Bedingungen echt in Ordnung ist. Außerdem hatte Norris ja auch noch die Aktion da, beziehungsweise hatten wir die Aktion mit Norris. Trotzdem hat der sich aber noch zurückgekämpft in die Punkte und war nur knapp hinter seinem Teamkollegen. Also der ist echt stark drauf. Das war das 7. Rennen und ich glaube der 5., 4. Platz oder so. Das ist einfach unfassbar. Also so eine Saison habe ich noch nie erlebt. Wir hatten bisher nur 4. und 5. Plätze. Und das selbst in so einem Rennen. Wie kann man da kein Podium holen? Wie kann man sowas nicht ausnutzen? Der hatte eine 5-Sekunden-Strafe. 5 Sekunden, das ist eine Welt. Aber trotzdem war die Pace einfach nicht ausreichend, um da dran zu bleiben. Obwohl die schnellste Runde ja gut war, also irgendwo war die Pace, das haben wir im Qualifying ja auch bewiesen, aber so konstant wirklich Runde für Runde das abzuliefern, das haben wir nicht so gut hinbekommen, das habe ich nicht so gut hinbekommen wie Verstappen. Echt schade, aber trotzdem insgesamt ein gutes Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass Norris nur 9. war, Fahrer-WM. What the fuck? Was ist das denn? Boah. Unglaublich. Einfach nur crazy. Wir haben noch kein Podium geholt und sind einen Punkt hinter dem WM-Führenden nach 7 Rennen. Und wir sind nicht die einzigen, die nur einen Punkt hinter dem WM-Führenden sind. 8 Fahrer sind innerhalb von einem Rennsieg. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, so ist es. Leclerc ist 25 Punkte dahinter auf Platz 8. Wow. Was für eine Saison jetzt schon. Ich hoffe, das geht so weiter. Wie geil wäre das, wenn man... Stellt euch mal vor, man geht so ins letzte Rennen mit theoretisch 8 Fahrern, die Weltmeister werden können. Das wäre... Boah, will ich mir gar nicht vorstellen. Aber vielleicht erleben wir das ja. Wer weiß das schon? Konstrukteurs-WM, die sieht so aus. Völlig verrückt diese Saison. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Weiter geht's beim nächsten Mal in Baku. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Baku kann auch was werden. Das ist immer eine verrückte Strecke. Da habe ich richtig Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.